Guten Tag. Auch diese schöne Jagd geht mal vorbei. Heute ist der letzte Film aus Pommern, aus der Oberförsterei Polanow. Schöne Jagd war es. Erfolgreich, tolle Leute, richtig gute Truppe. Also ich glaube auch, dass das im Film gut rübergekommen ist. An dieser Stelle gleich mal herzlichen Dank an die beiden Jäger, die wir mit der Kamera so ein bisschen quälen mussten. Die haben so toll mitgemacht. Vielen Dank dafür. Der Gernot Lengert war noch erfolgreich. Der hat ein spannendes Erlebnis und er hat gesagt, das möchte er gleich mal direkt erzählen und wir schauen uns das mal an. Ja, während der Pirsch haben wir den Bock entdeckt, der im Bestand war und am Plätzen war da. Und der Wind war relativ ungünstig, so mussten wir noch eine ganze Abteilung umschlagen. Und wir wissen ja, dass Jagd ist eine Kombination aus Glück und Können. Und das Mädel, was dann über uns schwebt, die heißt ja Diana. Und die war bei uns und dann sind wir richtig gut rangekommen. Was wir nicht gesehen hatten, ist, dass der Bock auch in unsere Richtung zog. Und plötzlich haben wir den entdeckt, stand da 50 Meter vor uns im Bestand und war so zwischen so kleinen Birken und so weiter. Richtig spannend. Ich habe dann versucht, an so einen Baum ranzukommen, an eine Kiefer, konnte da gut anstreichen. Und eigentlich wollte ich warten, dass er da so ein bisschen in den freien Raum reinkommt. Aber dann hatte ich Sorge, dass der dann in diesem freien Raum sagt, also den überspringe ich, das tut es Rehwild ja gerne, weil das wie so eine kleine Schneise war. Und ich konnte dann aber das Blatt gut freikriegen und habe dann auch geschossen. Und jetzt läuft immer alles in Zeitlupe ab, weil der Biotop hier, der Wald, die Ruhe. Zwei gute Freunde bei mir mit unserem Yachtführer Arthur und schöner geht's nicht. Am Montag kommen dann die Berichte aus Ostpreußen. Schalten Sie unbedingt ein. Ab 11 Uhr ist der Film auf unserem Kanal. Wir haben uns ein bisschen was Neues überlegt. Wir werden mit drei Kameras filmen und haben uns haben wieder ein bisschen was geändert. Ich glaube, spannend. Ihre Meinung ist mir wichtig. Die können Sie mir danach ja mitteilen. Denken Sie an das Gewinnspiel. Wie Sie sehen, sind wir bei dieser Ansage schon in Rehling und ich bin mal an den Tresor gegangen. Um diese Waffe geht es. Die können Sie gewinnen. Die ist gestiftet von der GVO-Versicherung. Die Heim SR 21 Premium. Eine wirklich exzellente Waffe. Sauberster Schlossgang. Sie haben das ja schon im Vorstellungsvideo gesehen. Also, sie gibt es wirklich, Sie müssen mitmachen. Denken Sie also an das Gewinnspiel, zählen Sie schön die Bocktrophäen. Es kann sein, dass Sie mal einen Film verpassen, dann können Sie praktisch nicht teilnehmen. Darum als Abonnent anmelden. Auf unserer Internetseite finden Sie die Informationen über das Abonnement. Es ist kostenlos, ein Klick und Sie sind dabei und Sie kriegen sofort die Informationen. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Seien Sie Montag wieder dabei. Weidmannsheil.